Herzlich willkommen bei Gomondo TV. Und wie ihr alle wisst, ist die Herkunft, die Herstellung und das Handwerk bei der Auswahl unserer Produkte für uns elementar wichtig. Und deswegen freue ich mich heute umso mehr, dass ich an meiner Seite mit Thomas Schreiner von Laurent Perrier reden darf, weil heute dreht sich alles um etwas sehr Prickelndes, um den Champagner. Und über dieses Handwerk haben wir tatsächlich in der Tiefe noch nicht geredet. Herzlich willkommen, Thomas. Schön, dass ich hier sein kann. Vielen Dank. Du hast ja wirklich ein, man muss sagen, prickelndes Thema für uns dabei, weil du bist bei Laurent Perrier und ich glaube, die meisten Menschen unterschätzen tatsächlich, wie viel Handwerkskunst in der Herstellung eines Champagners liegen. Wie verhält es sich bei Laurent Perrier? Was unterscheidet vor allen Dingen auch eure Champagner von vielen anderen Champagnermarken? Weil wenn man im, ich sag einfach mal, Supermarkt unterwegs ist, wo man ja mittlerweile einen Champagner auch in großen Mengen finden kann, dann muss man sich auch erstmal irgendwie zurechtfinden. Ja, es gibt 15.000 verschiedene Winzer in der Champagne, in diesem Gebiet, was 150 Kilometer östlich von Paris liegt. Und dann gibt es natürlich viele Stile, viele bekannte Marken, aber auch sehr, sehr viele von den 15.000 kennen die Leute vielleicht 20 Champagner und der Rest ist halt unbekannt. Und die meisten Leute verbinden halt mit dem Champagner die Welt der Schönen, der Reichen. Exklusivität. Und der ganz schön Reichen, je nachdem. Aber im Endeffekt ist Champagner ein Handwerksprodukt. Die Flasche, die wir jetzt nachher hoffentlich bald trinken können, die wurde von hunderten Händen in die Hand genommen und sie wird gepflegt bei Laurent Perrier. Mindestens 4 Jahre liegt es im Keller bei einer normalen Cuvée. Bis zu 10, 12 Jahre, bis sie heranreift. Sie liegt nicht im Keller, sie schläft, weil sie wartet dann auf den Genuss, irgendwann getrunken zu werden. Und dieser ganze Prozess ist halt ein sehr langwieriger, was man aber auch braucht, damit man diese Qualität herstellen kann. Aber wenn wir ganz vorne anfangen, Thomas, ein Champagner darf sich ja nur Champagner nennen, wenn er auch wirklich aus der Champagne kommt, oder? Er muss in der Champagne hergestellt werden, in diesem Gebiet in der Nähe von Paris, also 150 Kilometer von Reus. Er muss in der Flaschengärung hergestellt werden, im Gegensatz zu vielen Sekten, die im Tankverfahren hergestellt werden. Es dürfen nur bestimmte Trauben drin sein. Die Traube muss mit der Hand gelesen werden. Also es gibt viele Vorschriften, die einen Champagner zum Champagner machen, zum König der Getränke, wie man ja auch sagt. Aber wenn, ich habe ja vorhin noch das Stichwort Supermarkt gesagt, da gibt es eine Vielzahl von Champagner. Und die Champagne in Frankreich erscheint mir nun ein sehr überschaubares Gebiet, Anbaugebiet zu sein. Wie kann es denn dann sein, dass es diese Vielfalt an Champagner überhaupt gibt? Ja, es werden weltweit 300 Millionen Flaschen im Jahr, im normalen Jahr, in diesem Jahr etwas weniger, 300 Millionen Flaschen getrunken. Und das Weinbaugebiet in der Champagne ist, wenn man das vergleicht zum Beispiel mit dem Rheingau, ja 10-mal größer. Das heißt, alles, was Champagne heißt, kommt aus der Champagne. Es gibt oftmals Leute, Besserwisser, die meinen, es kommt, so viel kann man gar nicht herstellen. Aber das ist wirklich, da verbürge ich mich dafür, alles, was Champagner heißt, kommt aus diesem ungefähr 32.000 Hektar, die östlich von Paris seit 300 oder 400 Jahren angepflanzt werden. Wir beiden haben uns ja ehrlicherweise ein bisschen im Vorfeld unterhalten und du hast gesagt, du bemängelst ein wenig oder würdest sogar kritisch beäugen, dass es schade ist, dass Menschen glauben, dass ein Champagner wirklich nur zu ganz speziellen Anlässen konsumiert werden darf. Und du hast gesagt, Nadine, am Ende besteht ja auch der Champagner aus einer Traube und ist ein, Entschuldigung, besserer Wein, ja? Wie hast du das gemeint? Ja, das die Eigenart, die man in Deutschland vielleicht hatte, dass man tolle Getränke nur am 50. Geburtstag, an der Silberhochzeit oder an der Hochzeit rausholt, das haben die Deutschen in den letzten Jahren gelernt, das muss man wirklich sagen. Aber wir sind noch lange nicht auf diesem Niveau der Franzosen, der Südländer, die halt einfach dafür keinen Anlass brauchen. Sondern der Anlass ist das Leben an sich, der Spaß, den man im Leben hat. Und man kann ja jeden Moment adeln, indem man ein Gläschen Champagner dazu trinkt. Wenn es einem gut geht, liegt es auf der Hand. Wenn es einem schlecht geht, noch viel mehr. Schon Napoleon hat gesagt... Es gibt immer einen Anlass. Ja, das stimmt. Schon Napoleon hat gesagt, in der Niederlage braucht man ihn, beim Sieg verdient man ihn. Also es gibt 1000 Gründe, Champagner zu trinken. Und es ist auch eine Art
Selbstbelohnung, dass man sagt, das ist es mir jetzt wert, ein Gläschen Champagner, ein Gläschen Loro Perrier zu trinken. Also einen Anlass kann ich dir sagen, Thomas, werde ich immer finden. Mhm. Die Frage, die ich mir dann aber stelle, welcher Geschmack ist für welchen Anlass dann eigentlich geeignet? Ja, das muss halt jeder ein bisschen selbst rausfinden. Es gibt natürlich in den Champagnerhäusern sehr viele Unterschiede. Das ist wie, manche Frauen mögen muskulöse Männer, sie mögen intelligente Männer. Männer sind ja meistens intelligent. Frauen natürlich auch. Und Männer lieben vielleicht, wenn ich mal die Haarfarbe nehme, einmal blond, einmal braun, einmal schwarz. Und beim Champagner gibt es auch Ausprägungen. Will man einen eleganten Champagner? Will man einen gehaltvollen Champagner? Will man einen Champagner, der intensiv schmeckt? Was möchte man damit? Das ist halt ein großer Unterschied. Also wo die Haarfarbe herkommt, das sind die Gene, ne? Mhm. Und wie ist das beim Champagner? Woher kommt da der Geschmack? Ist es wie beim Wein, dass man sagt, die Trauben haben damit was zu tun? Liegt es an der Herstellung? Wie kann ich mir das vorstellen? Ja, das ist ein Mix von allen. Die Trauben sind mit Sicherheit wichtig. Es gibt zwei blaue Trauben, die angebaut werden, Meunier und Pinot Noir. Mhm. Und natürlich die Königstraube, auf die Loro Perrier großen Wert legt, das ist die Chardonnay-Traube. Und die Chardonnay-Traube gibt dem Champagner die Eleganz, die Finesse und die Leichtigkeit. Wir wollen keinen schweren Champagner, dafür kann man Rotweine trinken. Mhm. Es gibt wunderbare Rotweine, aber wir wollen diese Eleganz und Leichtigkeit und wir wollen dem Gast oder demjenigen, der Champagner trinkt, Durst auf das nächste Glas und auch Hunger auf das Essen machen. Und wie du schon sagtest, Champagner ist ein Wein, der mit Kohlensäure versetzt ist, wo Trauben natürlich in der Flasche sind. Und das kann man zu jedem Gang, zur Vorspeise, zur Hauptspeise, zur Nachspeise, einen Rosé zum Beispiel, den kannst du blind zu allem trinken. Muss man sich gar keine Gedanken machen. Da würde ich gleich vielleicht nochmal darauf zurückkommen, gerne, wenn ich da vorab schon mal was anmerken darf. Die Unterschiede, ne? Du hattest vorhin angesprochen, der Champagner braucht eine sehr lange Zeit, um zu reifen und auch zu lagern. Gibt es da in der Lagerung auch noch irgendwelche Unterschiede, die dann den Geschmack wiederum beeinflussen in irgendeiner Form? Es gibt Vorschriften vom Champagnerverband, dass ein Champagner mindestens 15 Monate auf der Hefe liegen muss. Das heißt, dieser Moment, wo aus dem Wein Champagner wird, wo die Dosage hinzugesetzt wird, wo aus dem stillen Wein ein prickelnder Wein wird, der ist halt sehr, sehr, sehr wichtig in diesem Zeitraum. Und da entsteht halt dann die Qualität eines Champagners. Und vorgeschrieben, wie gesagt, sind 15 Monate. Bei Loro Perrier lassen wir die Flaschen mindestens 48 Monate liegen. Das heißt, in dieser Zeit verbindet sich dann diese Dosage, diese Hefe mit dem Grundwein und dann entsteht dieser Champagnergeschmack, der auch noch neben dem Trauben in der Champagne sehr stark durch den kreidehaltigen Boden bestimmt wird. Und das ist dieser Geschmack, wenn er in der Kehle runterrinnt, dass er nicht sofort weg ist, sondern dass er anhaltend ist. Und das ist genau das, was den Champagnerliebhaber zum Champagner führt. Liebhaberei sind ja manchmal auch so Trends unterlegen. Ne? Ich habe festgestellt, es gab vorher klassische Champagner und du hast es vorhin schon häufiger angesprochen. Jetzt stelle ich fest, es gibt immer mehr Rosé-Champagner. Sind Rosé-Champagner jetzt ein Trend oder woher kommt der Rosé-Champagner? Ja, das ist mit Sicherheit ein Trend, der in den letzten Jahren, Loro Perrier hat seinen Rosé 1961 auf den Markt gebracht. Damals war es verpönt, weil die Leute konnten mit Rosé nichts anfangen, wie ja auch die richtigen Weintrinker, wenn sie Stillwein trinken, entweder rot oder weiß nehmen. Rosé ist so ein bisschen das Sommergetränk in der Provence oder wie auch immer. Aber der Rosé ist mit Sicherheit ein Trend geworden. Nur etwas über 10% von der Gesamtmenge ist Rosé. Und das waren vor 10, 15 Jahren nur 2%. Mhm. Aber in der Gastronomie, wenn man gerade glasweise Champagner ausschenkt, die Damenwelt hat irgendwo einen Faible für den Rosé entwickelt, weil da ist Frucht drin, es hat irgendwo den Eindruck, dass es vielleicht milder ist, obwohl er genauso viel Restzucker hat wie die anderen Weißen auch. Aber es ist in den letzten Jahren deutlich intensiver geworden, das Verlangen nach Rosé. Es
zu trinken. Und wir, wie gesagt, haben 1961 den Loro Perrier Rosé auf den Markt gebracht. Und damals war das wirklich, da haben viele den Kopf geschüttelt und haben gesagt, Rosé, halt Rosé Champagner, fahr die Provence und trink deinen günstigen Wein dort, aber nicht in der Champagner. Aber im Laufe der Jahre sind immerhin fast 60 Jahre her, hat sich der Rosé wirklich zu einem bemerkenswerten Trend. Und in der Gastronomie allemal, da schätze ich den Anteil auf im glasweisen Ausschank bestimmt auf 30-40%. Also ich bleibe bei dem Thema Trend, weil mir das wichtig ist und weil ich auch diese schöne Flasche hier vor uns sehe. Mir fällt auf, wenn ich vor den Regalen stehe, dass immer mehr Flaschen einfach auch, ich sag mal, üppiger bestückt werden und viel drumherum und Shishi haben. Und ich gebe zu, dass mich so etwas als Frau, ich bin sehr konsumorientiert, dann schon auch mal beeinflusst. Ne? Was sagst du zu diesen Trends, dass eben der Champagner und die Flasche nicht mehr so im Vordergrund steht, sondern vor allen Dingen, was man aus der Flasche drumherum rausholen kann? Das gehört halt in der heutigen Zeit, gehört es dazu, dass man halt natürlich Sex sells, das ist halt ein Thema, was halt überall eine Rolle spielt. Und auch beim Champagner ist natürlich die Verpackung. Loro Perrier hat seit 4 oder 5 Jahren eine Robe gemacht, um halt praktisch den Inhalt zu betonen, hat man die Außenform etwas künstlerischer gestaltet. Und es wird jedes Jahr, das kommt ja an, ich weiß auch, viele sammeln das und zu Hause machen sie wie so eine kleine Galerie. Und das kommt halt bei den Leuten an, wobei wir immer noch sagen, das Wichtigste ist, was drin ist. Mhm. Aber natürlich das Drumherum, die Verpackung, die ist natürlich wichtig. So Thomas, jetzt hast du mir so den Mund wässrig gemacht. Jetzt bin ich natürlich auch neugierig, was du uns denn jetzt mitgebracht hast für das Sortiment von Gomondo. Sehr gerne. La Cuvée, ganz rechts im Kühler, ist unsere Standard-Cuvée de Saint Brut. Mit Chardonnay, der größte Teil ist Chardonnay, Pinot Noir und Meunier, aber wie gesagt, Chardonnay spielt die große Rolle. In der Mitte unseren Rosé aus 100% Pinot Noir, ganz besondere Herstellung, auch in der besonderen Wappenschildflasche, auch sehr interessant zu trinken nachher. Und Ultra Brut, eine Besonderheit, ein bisschen mehr Chardonnay zu Pinot Noir. Mhm. Ohne Zucker, ohne Dosage, 1,8 Gramm Restzucker, was ganz Besonderes, Außergewöhnliches, hervorragend zu Krustentieren und Champagner. Und natürlich auch noch unser Grand Cercle, das siehst du oben in der zweiten Reihe, das ist die Prestige Cuvée aus unserem Hause. Das klingt schon sehr lecker, aber wenn ich ehrlich bin, würde ich sehr gerne probieren, um mir einen besseren Eindruck zu machen. Und Thomas, wenn wir probieren, habe ich von dir gelernt, entwickelt sich ja was. Ich darf quasi wie ein Schmetterling aus dem Cancan entspringen. Du hast gesagt, wenn man Champagner trinkt, ist das einzige Getränk, bei dem eine Frau, nein, wie hast du es genannt? Eine Dame zu einer Frau wird. Ich würde so gerne zu einer Frau werden, mein lieber Thomas. Würdest du mich bitte zur Frau machen? Sehr gerne. So. Aus mir könnt ihr jetzt keine Frau machen. Johann. Ich höre Schritte. Aber wenn ich Champagner höre, dann kann ich natürlich dem nicht widerstehen. Da komme ich gerne zu euch, lieber Thomas. Ich freue mich sehr. Nadine, schön, dass ihr so ein tolles Thema macht, Champagner. Ist ja wirklich was Besonderes. Thomas, wir haben vieles erlebt mit der Robbe, oder? Seit Jahren, seit Jahrzehnten. Also da waren Fußballspiele dabei, die wir gemacht haben. Wir sind zu deinem Geburtstag mit dem Hubschrauber eingeflogen. Wir haben Verkostungen gemacht und ich erinnere mich immer noch an eine Geschichte, weil hier der Ultra Brut steht. Wir hatten 5:5 gegen Loro Perrier gespielt. Aktuelles Sportstudio mit dem Torwart Johann Lafer. Und am nächsten Morgen, der Abend endete um 4:30, nachdem der Kellner oder der Barkeeper sagt, ich kann nicht mehr, ich bin müde. Und dann gab es Ultra Brut. Ultra Brut mit weißen Handschuhen wurde serviert. Dieter Kürten, Mr. Sportstudio, war dabei und sagte, also mir geht es noch nicht so sehr gut, aus Höflichkeit einen kleinen Schluck. Und eine halbe Stunde später traf ich Dieter Kürten, der sagte, wunderbar, die erste Flasche habe ich schon weggepackt. Und am späteren Nachmittag gab Johann Dieter Kürten die Autoschlüssel und sagte, du musst fahren. Moment, nochmal eine wichtige Sache, die muss man vielleicht sagen, du darfst gerne einschenken, aber ich muss es nochmal sagen, wirklich Leute, was da für eine Arbeit dahinter steckt. Wenn man das sieht im Keller, da werden vom Kellermeister oder von den Mitarbeitern die Flaschen da gedreht, also wie sagt man da, gerüttelt dazu. Gerüttelt, ja. Ja, dann insgesamt, ich war ja da, wir haben da mal mit dem Kellermeister mal so eine Verkostung gemacht von verschiedenen Jahrgängen
oder auch das, was ich da erleben durfte in den Weinbergen und so, Thomas, das ist wirklich Kultur, oder? Ja, es ist Kultur, es ist Handarbeit, jeder Schritt, hätte ich fast gesagt, jede handwerkliche Tätigkeit, die dort ausgeführt, die hat seinen Sinn. Und zum Beispiel die Roséflaschen werden immer noch mit der Hand gerüttelt. Ja, also jede Flasche wird in die Hand genommen und dieser Rüttler, Rümeur, wie er heißt, macht bis zu 40.000 Flaschen am Tag. Am Tag? Ja, und dreht sie, im Endeffekt werden die Flaschen ja immer steiler gestellt, damit die Hefe nach unten gleitet. Und das ist schon eine anstrengende Tätigkeit, aber diese Leute haben ein sehr großes Verständnis, weil sie wissen, sie sind Teil dieses riesigen Prozesses, der dort stattfindet. Und weißt du was, Thomas, ich möchte, dass unbedingt aus einer Dame eine Frau wird. Ich würde sagen, wir müssen jetzt anstoßen, oder? Sollten wir nicht vergessen. Ich kann es kaum erwarten. So, wir trinken jetzt. Auf Nadine. Dankeschön. Dankeschön. Thomas, herzlichen Dank. Schön, alles, dass du da. Alles, was war und alles, was noch kommt. Ja, genau. Und auf Laurent Paris. Ja. Unbedingt. Und auf Gomondo, gell? Zum Wohl. Und wenn auch Sie wissen möchten, wie hervorragend ein solches Glas Champagner schmeckt, sollten Sie jetzt zugreifen. Und bitte nicht nippen, sondern man genieße ihn in voll. Das war zu wenig, Nadine. Größere Schlücke. Einen Mund voll sollte man nehmen, damit man auch das Aroma des Weines. Das heißt, im Umkehrschluss, man darf nicht nur eine Flasche, sondern am besten gleich 6 bestellen. Bernard de Nonancourt, der Laurent Paris groß gemacht hat, wurde mal gefragt, was denn für 2 Personen die ideale Flaschengröße wäre. Daraufhin sagte er, natürlich die Magnumflasche, vorausgesetzt, der andere trinkt nichts. Zum Wohl. Ich bin gerade sprachlos. Ja. Zum Wohl. Uns geht's gut. Also ich bin begeistert jetzt. Was wir wollen, ist Frische, Finesse, Eleganz. Wir wollen keinen Champagner, der satt macht. Wir wollen, dass die Leute durstig aufs nächste Glas und dann hungrig auf das Essen sind. Das ist der Sinn. Und ihr habt ja eine der besten Sommelierfrauen Deutschlands bei euch als Repräsentantin, richtig? Ja. Claudia Stern arbeitet jetzt mit uns. Sie ist eine der berühmtesten Sommelier in Deutschland und sie ist Botschafterin jetzt von Champagner Laurent Perrier. Ja, und da würde ich sagen, es ist doch naheliegend, liebe Nadine, dass wir Claudia bitten werden, gleich uns und auch dir mal näher zu erklären, was in der Flasche wirklich drin ist, oder? Sehr gerne. Tiefer in die Champagnerwelt einsteigen. Und ich hoffe, da schalten Sie auch wieder ein. Zum Wohl.